Spookse hier, guten Morgen. Wie ihr auf dem Tisch sehen könnt, möchte ich über das Disdetainer-Tool von Sparrows Lockpicks sprechen. Entworfen wurde es von Lockpicking Lawyer und Bosnian Bill. Ich habe das Tool schon mal auf den Tisch gelegt und nehme es nun in die Hand. Das Spannen erfolgt durch das Drehen der Spannereinheit. Das Drehen der Scheiben erfolgt durch den Drehknopf. Wie man sehen kann, ist es ein sehr gutes Werkzeug zum Öffnen von Drehscheibenschlössern. In meinem heutigen Anwendungsfall werde ich das Werkzeug in den Schließkanal eines Kryptonite Serie 2 Fahrradbügelschlosses einführen. Jascha von den Sportsfreunden und ich hatten kürzlich auf einem After-Workshop in der Seabase, einem unserer SSDF-Treffpunkte, diese recht große Toleranz als störend für den Tastsinn empfunden. Die Situation, die sich ergibt, ist die folgende. Das Werkzeug hat ein Spiel von ca. 4 cm, was ungefähr einem Winkel von ca. 30 Grad entspricht. Daher dachte ich mir, dass eine kleine Buchse in dem Fall Abhilfe schaffen kann. Okay, das ist nun die Ausgangslage. Die Führung ist etwas unsauber und erfordert zusätzlich zum Ertasten der Einbuchtungen in den Scheiben eine weitere erhöhte Aufmerksamkeit auf die Spannung in der Hand, die auf das gerade Ausrichten des Werkzeugs benötigt wird. Weiterhin kann die Spitze, die gerade eine Scheibe dreht, bei diesen hohen Toleranzen eher verrutschen oder verwackeln und teilweise aus der Scheibe, die eine innere Nut aufweist, beim Drehen der Scheibe springen. Das ist alles nicht so toll und kostet auch Zeit beim Öffnen. Die Clips zeigen dies nun im Zeitraffer. Da an meiner Drehbank gerade ein 10 mm Messingstab eingespannt war, spannte ich noch einen passenden Bohrer für die Bohrung mit 5,5 mm für das innere Loch ein. Der Außendurchmesser der Messingstange wird dann in mehreren Schritten auf 6,8 mm abgedreht. Danach erfolgt das Abdrehen auf die Länge von 7,1 mm. Das war es dann auch schon gewesen. Soweit so gut, die Buchse ist nun fertig. Ich schiebe nun die Buchse auf das Disdetainer-Tool und führe das Tool in den Schließkanal ein. Mit der Muffe, die ich The Bushing genannt habe, verringert sich das Spiel nun auf ca. 10 Grad oder 1 cm. Damit lässt sich nun wesentlich besser arbeiten als vorher. Man sieht das hier sehr gut. Im Vergleich dazu nochmal das Disdetainer-Tool im Kryptonite Bügelschloss Serie 2 ohne die Buchse. Man sieht den Unterschied. Ja, das war es auch schon und ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und verabschiede mich. Viel Spaß beim Öffnen. Tschüss!